Ein Vierteljahrhundert gibt es sie nun bereits. Die Hamburger Motorradtage, kurz HMT. Immerhin Norddeutschlands größte Motorradmesse. Den 25. Geburtstag feierte das Dicon-Team vom 22. bis 24. Februar 2019 in den Hallen der Hamburg-Messe mit einer Vielzahl von Dingen, die Biker unbedingt brauchen. Oder die sie vielleicht irgendwie brauchen. Und die sie wohl nicht unbedingt brauchen, aber die ihnen irgendwie Spaß bereiten. Ledermichel zum Beispiel genießt Kultstatus in Hamburg. Seine handgefertigten Werke kosten leicht vierstellig. Nicht selten wartet man monatelang auf ihre Fertigstellung. Was ja ganz ähnlich ist in unserer Quad-Szene. Mal abgesehen davon, dass sich kein Raptor-Pimper trauen würde, eine Hundemaske zu verkaufen, die dem Hund nicht passt. Ehrliche Arbeit zeigte das Q-Team Nord in der Clubmeile, dennoch stolz in Form von Detels neuer Black Pearl mit 600er Vierzylinder-Triebwerk und einer schier endlosen Liste technischer Gimmicks, denen selbst so mancher Custom-Biker hier in Hamburg anerkennende Augenaufschläge zollte. Ja, was ist denn das für ein Quad? Also das ist eine Yamaha Raptor, Baujahr 2008 bin ich der Meinung, umgebaut auf neueste Verkleidung, an einem Motor drin, also ein 600er Phaser. Was haben wir noch? Tiefer, breiter, hübscher, wie immer. Ne? Ein Custom Bike, was so eigentlich nicht so oft zu sehen ist. Polaris glänzte mit Abwesenheit, obwohl der Importeur mit seiner Motorradmarke Indien auf einem prächtigen Stand vertreten war. Ein aktueller RZR Turbo und eine Sportsman XP1000 hätten da leicht einen netten Blickfang abgeben können. Die Show überließen die Amerikaner den Kollegen von Yamaha, die sich mit einer mattblauen Grizzly 700 Limited, einer YFM 90 und ihrem Supersport Side-by-Side YXZ1000R einmal wieder zu ihren Vierrädern bekannten und dafür Anerkennung ernteten. Aufgewacht ist immerhin ein anderer amerikanischer Hersteller, Harley-Davidson. Nachdem offenbar eine Menge altgreiser Harley-Fahrer festgestellt hatten, dass sie ihr Schwermetall nicht mehr halten konnten und auf Can-Am Spyder umgestiegen sind, hat der Kulthersteller für Abhilfe gesorgt und selber ein Fahrzeug auf drei Räder gestellt, das im Stand nicht umfallen kann. Satte 30 bis 40 Mille teuer, fehlt ihm allerdings die Dynamik, die wir vom Spyder her kennen. In Sachen 3- und 4-Räder zog die höchste Aufmerksamkeit auf den HMT 2019 allerdings Can-Am auf sich. Vertragshändler Carsten Dirk von CD Quad & Bike in Kaltenkirchen präsentierte die aktuellen ATVs und Dreiräder des kanadischen Herstellers, von denen vor allem die brandneue Riker-Baureihe ständig umlagert war. Carsten, was kommt denn hier bei Can-Am besonders gut an auf den HMT? Es kommt alles gut an, aber in erster Linie sind die Leute natürlich alle gespannt auf den Riker gewesen. Und hier gibt es jetzt die Möglichkeit, den Riker eben anzufassen, sich draufzusetzen. Und man merkt wirklich, dass dieses Fahrzeug gebraucht wurde und sich alle freuen, dass es jetzt da ist. So richtig krachen ließ es das Dicon-Team um Ecki Stürk zur Feier des Geburtstags, dann allerdings nicht nur mit einem Feuerwerk der Extraklasse, sondern auch in der Actionhalle. Dort zeigte der portugiesische Stuntfahrer Ricardo Domingos sein Können auf einer GSX-R, auf einem Suzuki Quad LTR 450
und auf einem 305 starken Turbogiftswerk, der äußerlich böse Falle. Während Ricardo mit dem Gerät hantierte wie andere mit Pingpongbällen, war der Giftzwerg so laut, dass Moderator Marco Heinrich nicht einmal mit seinem gefühlt 100.000 Watt starken Brüllwürfel eine Chance hatte, sich daneben bemerkbar zu machen. So muss das sein auf einer Stuntshow. Einfach sensationell, was den Messebesuchern da in der Hansestadt geboten wurde. Ein Problem kommt jetzt nur auf DICON zu. Für den Veranstalter wird's verdammt schwierig, die Geburtstags-HMT im kommenden Jahr zu toppen.